WDR 2. Stichtag. Das ist insbesondere die Aufgabe der Jugend. Charles de Gaulle feuert junge Deutsche an. Sie sollen danach streben, dass der Fortschritt ein gemeinsames Gut wird. Das Vertrauen und die Freundschaft zwischen dem französischen und dem deutschen Volk. Ein Jahr nach dieser Rede im Juli 1963 gründen Präsident Charles de Gaulle und Bundeskanzler Konrad Adenauer das deutsch-französische Jugendwerk, um sich besser kennen zu lernen. Das ist anfangs gar nicht so leicht. Wir können da gar nicht so herzlich dann sofort Küsschen hier und Küsschen da. Man musste sich da einen Tag reinhören und dann ging das aber ganz toll mit Händen und Füßen. Und man konnte sich eigentlich ganz gut verständigen. Die Vergangenheit wirft aber noch lange Schatten. Als erstes denke ich an diesen großen Soldatenfriedhof. Der ist einfach sehr imposant, und an die große Schlacht von Verdun. Ich nenne die Schlacht von Verdun eigentlich die totale Schlacht, sagt der Historiker Gerd Krummeich über diesen Kampf im Ersten Weltkrieg. Extreme technische Ausweitung des Krieges und extremes Leid und extremes Bollen. Mehr als 600.000 Soldaten, etwa genauso viele deutsche wie französische junge Männer, sterben in dieser Schlacht. 1916 dauert sie fast ein ganzes Jahr. Und am Ende, im Dezember, steht die Front etwa da, wo sie am Anfang, im Februar, verlaufen war. Ein Drittel Laib Brot, 6 Kekse und eine halbe Dose Corned Beef, 300 Gramm. Unter Hunger und vor allem Durst leiden die Soldaten. Maurice Ponsuet. Er tut alles, um an Wasser und ein bisschen Essen zu kommen. Wir holen es aus Granattrichtern, in denen 2 Deutsche schwimmen, die am 12. Juli gefallen sind. Die Leichen, die uns umgeben, haben uns etwas geholfen. Und ich habe verdorbene Kekse und Kriegskartoffelbrot mit aufrichtiger Freude gegessen. Er war etwa so alt wie Sophie Burggräfe heute. Wenn man sich das mal wirklich bewusst macht, dann ist es schon erschreckend. Die Studentin aus Köln veranstaltet in diesen Tagen, genau 55 Jahre nach der ersten deutsch-französischen Jugendbegegnung in Verdun, wieder ein Treffen. Organisiert vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und dem deutsch-französischen Jugendwerk. Es geht immer noch darum, Unterschiede zu überbrücken, etwa beim Blick auf den Ersten Weltkrieg. Wieso erinnert man sich an den Grande Guerre so, und in Deutschland ist das eben nicht so, dass man eher noch peinlich berührt vom Zweiten Weltkrieg? Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Verdun, das heißt weiße Grabkreuze bis zum Horizont. Im Gebeinhaus Knochen von 130.000 Männern. Niemand kennt mehr ihre Namen. In dieser Umgebung schließen Sophie Burggräfe und 25 Jugendliche Freundschaft. Auf der einen Seite ist das sehr bedrückend und es ist ein Mahnmal dafür, finde ich, und ein sehr wichtiges, um zu zeigen, dass das bitte nicht nochmal passieren soll. Deshalb geht es bei dem Treffen, das künftig wieder jedes Jahr stattfinden soll, nicht nur um die Vergangenheit. Die Jugendlichen tanzen, lachen, spielen und lernen voneinander. Danser, jouer, rire, apprendre l'un de l'autre. Und wenn man dann in Frankreich ist und wirklich mit Franzosen und Französinnen zu tun hat, ist das, glaube ich, nochmal ein anderer Einblick, den man hat von der Sprache, dem Land und was ihnen wichtig ist. Und das kann man nur im persönlichen Austausch rausfinden.